Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dwarf Fortress. Als allererstes wollen wir heute mal den Fehler mit den Bienen korrigieren, den wir letztes Mal fast übersehen hatten. Ich habe das endlich mal nachgesehen und es war tatsächlich die Screw Pest. Hätte ich fast gar nicht mit gerechnet. Die richten wir jetzt mal ein, die brauchen wir dann für Bienen. Bauers Workshop, nein, sondern Screw Pest. Da machen wir mal zwei Stück von. Obwohl eigentlich so viele Bienen haben wir nicht. Da reicht auch eine. Die ist auch Gott sei Dank nicht besonders groß. Die können wir noch hier irgendwo verstecken. Hier vielleicht so nebenan. Oder hier noch zwischen. Da machen wir hier hin. Da können wir eventuell dann noch eine zweite dahin bauen. Die braucht Mechanismen. Oder bauen wir sowieso schon zwei? Nee, wir lassen sie erstmal bei einer. Und gucken mal, wie das so funktioniert. Und dann kommt da gleich der Mechaniker und baut das. So, dann in dieser Folge habe ich vor, nach unten zu buddeln. Sobald. Moment, ich sollte vielleicht über der Festung nach unten gehen. Oh, hier ist auch mal so langsam alles wieder verboten. Da müssen wir auch irgendwas Schickes draus machen nachher. Wenn wir da eh schon den Boden bearbeitet haben. Aber erstmal in die Mine. Da sind nämlich die Rampen jetzt soweit schon fast weg. Diese da müsste ich noch wegmachen. Ah, ich habe es fast befürchtet. Da klemmt jetzt nämlich ein Zwerg. Der sitzt da fest. Dann lasse ich die nochmal da und mache die erst weg. Und dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Am besten mache ich gleich mal eben alle Mining-Jobs aus. Und dann bauen wir schnell die Brücke. Ach, das ist schon nur noch eine Ebene tiefer. Okay. Das heißt, man kann hier schon nicht mehr hoch. Wenn hier unten noch einer ist. Ach, er hat die schon weggemacht. Kann er, glaube ich, die nicht mehr wegmachen. Oh, und die hat er auch schon weggemacht. Das ist natürlich sehr gut. Da müssen wir eventuell doch noch mal ein bisschen was ändern. Um den hier rauszukriegen. Ich habe es ja befürchtet. Machen wir hier noch einen Channel hin. Dann müsste es eigentlich gehen. Ja, und das können wir dann auch so lassen. Nach draußen können hier so von mir so viel die wollen. Aber da kommen wir jetzt natürlich nicht hin, ne? Nee, ich glaube, wir haben da ein anderes kleines Problemchen. Und müssten das glatt noch anders machen. Warte mal, hier kommt man hoch. Dann lassen wir das mal eben noch. Na, ich glaube, wir müssen auf ihn verzichten. Wer ist es denn? Namentlich? Ja, wahrscheinlich der Salur, genau. Gut, da müssen wir uns doch dann ein bisschen was anderes einfallen lassen. Und zwar habe ich keinen Plan, wie wir den da wieder rauskriegen sollen. Müssen wir eine Leiter bauen. Ich glaube, das wäre noch am besten. Upwards Stairs Z. Ich meine, er ist ja da, kann ja bauen, sobald er wach wird. Falsch rum geplant. Na, Z. Warum geht's jetzt nicht? Ach, Remove. Oh. Meinte ich natürlich. Ubibu. Soll das Loch auf jeden Fall einen breiter machen. Hier müssten mit I welche hin. So, machen wir das Loch einfach ein breiter, dann können wir ihn auch wieder rausholen. Aber hier dann upwards, downwards, stairs. So, dann kann er zumindest wieder nach da. Wobei, dann könnten wir das eigentlich auch direkt... Ja, ne, ich lasse es mal erstmal so. Ich hoffe, er macht das dann. Sicherheitshalber packe ich den Salur mal eben in eine eigene, in einen eigenen Squad. Nicht den Dale, sondern den Salur. Dann können wir den nämlich, den Brass Hunter, müssen wir uns merken, ist der Salur, können wir den gleich befehligen, da draußen stehen zu bleiben. So, was machen die anderen Squads eigentlich? Ich meine, da müsste ich auch mal eben nachgucken. Die sind aktiv. Die noch nicht, aber der Schießstand müsste auch fertig sein. Müssen wir sofort auch mal eben nachschauen.
Oh, das ist jetzt schon fertig? Tatsache. Nicht schlecht. Was du das? Sieht aus wie schon Bock. Ah ne, das ist der Salur. Ach, weil er jetzt in der Armee ist, hat er auch eine Rüstung an. Okay, super. Dann kannst du mal eben The Brass Hammer sich hier draußen hinstellen. Und ja, eigentlich können wir die Treppen da sogar lassen. Das wäre gar nicht so wild. Macht eigentlich nichts. Dann kann man halt da raus, wenn man da mal reinfällt. Ist vielleicht für unsere Leute auch ganz gut. Da brauchen wir eine Brücke. Wo haben wir die nochmal gehabt? Da, Bridge. So, die möchten wir, dass die retracts, das ist richtig. Sollen wir die direkt hochziehen? Nee. Wir machen das wie unten mit Floodgates. Ah, ich kann sogar die... Das ist tatsächlich? So. Und dann hier so drüber. Da könnte ich das Ding sogar mit zuhalten. Die machen wir aus Limestone-Blöcken oder Quarzit-Blöcken. Machen wir Quarzit-Blöcken. Da haben wir noch nicht mehr so viele von. Die können wir ruhig mal eben raushalten. So, Salur ist gerettet. Jetzt muss nur einer schnell die Brücke bauen. Bevor Salur verhungert. Schauen wir uns den mal ganz kurz an, wie er so drauf ist. Ja, ist nicht besonders zufrieden. Hat sich über die Malerei beschwert. In den Legendary Dining Room gegessen. Gut geschlafen. In einem guten Bettraum. Da unten im Dreck. Mit einem Freund geredet. Hat sich eine schöne Tür angeguckt. Ja, tolles Bett. Und war zufrieden auf der Arbeit. Klingt doch jetzt gar nicht so schlecht. Also sind wir, glaube ich, noch nicht so eilig dran. Ist auch noch kein Pfeil da. Also das geht schon noch. Die Blöcke müssen jetzt halt hingeschleppt werden. Das dauert ein bisschen. So, Shooting Range. Was brauchen wir noch für eine Baracke? Erstmal das Stückchen Mauer da noch. Warum ist das noch nicht fertig? Mit Q gehen wir drauf. Ist suspended. Machen wir wieder an. So, dann brauchen wir ein Armor Stand. Den können wir am besten mal auf die andere Seite machen. Nicht, dass da gleich einer auf die Gedanken kommt. Hey, ich hole meine Rüstung. Flock, Pfeil im Kopf. Das ist furchtbar. Ich hasse es, wenn das passiert. So, und dann noch eine Chest. Oder ein Container. Haben wir noch eine Chest über? Oh, sogar eine Iron Chest. Die möchte ich aber nicht nehmen. Marconi, die nehmen wir. So, dann wollten wir noch ein Nobelzimmer einrichten. Etwas weiter oben. Ah, das ist auch schon fast eingerichtet. Haben wir da schon alles drin? Kabinett, Statuen. Sieht auch nicht schlecht aus. Das eine da zumindest. Warum ist das? Ah, so. Wird noch gesmoothes. Eigentlich hätten wir das besser vorher smoothen können. Also schleifen, weil die Bodenfelder unter den Items werden nicht geschliffen. Ich meine, das sieht man nicht. Aber es erhöht dennoch den Wert vom Raum. Also wäre das eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. So, der Salur. Der bekommt dann hier sein... Warum ist er jetzt eigentlich Captain of the Guard? Egal. Der kann er jetzt auch bleiben. Ich meine, stark ist er ja. Dann kriegt er als kleinen Ausgleich dafür, dass wir ihn da in die Grube gestoßen haben jetzt. Ein tolles Zimmer von uns. Oh Moment, wir machen aber hier nicht den Dining Room, sondern das Büro. Dining Room kriegt er hier hin. Und natürlich sein Schlafgemach. Das kann aber ruhig noch ein bisschen größer. So. Für den Salur. Okay, jetzt muss ich noch mal gucken, ob er oben irgendwo ein Bett hat. Da müssten wir ihn nämlich rausschmeißen. Der hat hier bestimmt irgendwo ein Bett. Der müsste als... Ah, da ist Gatebrush zusammen mit Tragebock. Da hat sich ein Team gebündelt.
Sparkleblatt hat sich mit Howlbog angefreundet. Ich muss die Namen nochmal überarbeiten. Der Mickey und Vexare zusammen in einem Raum. Oh, oh, oh. Boxana und der Tobi hat sich zumindest einen mit einem weiblichen Namen gesucht. Das sind immer nur bekannte Leute bei uns. Außer hier, jetzt geht's so langsam los mit den Namenlosen. Aber den Salua, oder wird das automatisch getrennt? Ich bin gar nicht so sicher jetzt. Da pennt der Ragnar. Oh, hier sind noch gar keine Schlafzimmer. So schöne Räume und noch keine Schlafzimmer. Ich weiß gar nicht, ob ich den Rest schon assigned hätte. Ah, nee, aber inzwischen ist fast alles fertig geräumt. Kein Wunder, dass die Stimmung hier manchmal nicht so rosig sind. Ich sehe ja auch einige Gelbe bei mir auf dem Dwarf Therapist. Da können wir ruhig ein paar Zimmer noch machen. Suchen wir den Salur später. Ah, hier ist auch schon fertig. Ich gehe noch mal ganz kurz hier durch. Kobal, Kabul. Da fehlt noch ein Bett. Scotty, aber kein. Der müsste hier bei den... Ah, da ist er. Okay. Ah, schaut mal hier. Gut, dass ich geguckt habe. Hier ist tatsächlich auch noch... Raus mit euch. Der Schumbock im Schlafzimmer. So, dann machen wir nochmal schnell das Bett dahin. Nicht, dass wir den Raum hier verschwenden. Was haben wir denn für Betten? Alles ganz normale. Und eine Tür. Gut, das läuft also. Dann gehen wir wieder nach unten, gucken, wie weit die Brücke ist. Stopp, das mal ein bisschen weit. Gebuddelt ist hier auf jeden Fall noch ganz viel. Die Brücke noch nicht fertig. Die Mechaniker arbeiten da jetzt gerade dran, aber die arbeiten ja gleichzeitig auch an der Schraubenpresse, die hoffentlich jetzt aber mittlerweile fertig ist. Okay, super, dann gucken wir mal. Press Honey vom Honeycomb. Genau das wollten wir gerne machen. Was sind das da für Remains? Ich hoffe Goblin Remains. Honigbienen Remains. Ach stimmt, da hat eine Biene gestochen. Mich deucht, wir können das hier gerade nicht weitermachen. Oder es dauert immer nur noch tierisch lange. Also das war echt suboptimal, dass das jetzt nicht so geklappt hat. Aber egal. Schauen wir mal. Es müssten jetzt auf jeden Fall... Ready to split, gather any products. Jetzt müsste bald hier mal was passieren. Beekeeper haben wir auch. Bin mir halt jetzt nicht so ganz sicher, wie wir das anordnen, dass da abgebaut werden soll. Ich meine, ich kann hier einfach mal... Zack. Non-pressed Homicon Mat. Ja. Flüssigkeitscontainer brauchen wir. Könnte es daran liegen? So, mal gucken. Haben wir noch Pots? Das können wir nachgucken in unserem Stock. Mit dem Enhanced View und dem Search for Pot. Plant Pot. Den meine ich nicht. Prepared Food, Dwarven Ale. Ne, tatsächlich. Ich glaube, wir haben nichts für Flüssigkeiten mehr. Barrel? Doch, hier sind Fungiwood Barrel. Doch, Barrels hätten wir sogar noch. Das müsste eigentlich als Liquid Container zählen. Aber ich mache mal trotzdem noch was. Ich kann ja auch mal eben gucken, was es so gibt, ob da vielleicht noch was anderes gibt, aber ich glaube nicht. Beim Craft Dwarfs, wir könnten auch mal wieder Crafts machen, wo wir gerade hier sind. Guck mal, ich mach mal ein paar. Hier mit Knochen. Vielleicht mit Leder. Wenn wir da noch welches haben, weiß ich gerade gar nicht. Auch mal ein paar. Und
Der dritte kriegt dann unsere Steinaufgabe. Und zwar mache ich auf jeden Fall noch mal ein paar Pötte. Und Jack, weiß ich gerade gar nicht. Das könnte es auch sein. Ich mache das einfach mal auf gut Glück. Und hier dasselbe. Da machen wir hier oben noch ein paar Barrels. Nur zur Sicherheit. Brauchen wir noch ein paar Käfige? Ich glaube, Käfige haben wir ganz, ganz gut auf Lager. Haben wir da nicht auch was gefangen schon letztes Mal? Ne, ist noch leer. Okay, das läuft also. Mal eben abwarten. Vielleicht erledigt sich das dann mit den Bienen. Weil Honig und so, das hätte ich schon gerne. Kann man auch Met draus machen. Und Met ist toll. So, jetzt nehmen wir uns hier den Waffenstand. Und machen Baracke. Für den ganzen Raum hier ganz viel trainiert werden. Und die ist für The Constructive System. Die sollen hier trainieren. Schlafen nicht. Aber trainieren. Das Equipment soll hier gelabert werden. Und individuelles Equipment von mir aus auch. Wobei wir eventuell dann nochmal eine zweite Chest dahinsetzen müssen gleich. Okay. Dann könnten wir jetzt hingehen und unsere Leute auf aktiv setzen. Wenn wir Glück haben, trainieren die denn hier schön. So, jetzt müssen wir ein bisschen die Brücke im Auge behalten. Die müsste jetzt so langsam auch mal fertig werden. Denn unser Salo wird schon Hunger. Die Masons sind daran beschäftigt. Dann... Ah, Mason heißt, wir müssen mal eben aufhören mit dem Mining. Mal eben Pause. Und lassen mal eben die Mining-Befehle ein bisschen weg. Obwohl, haben wir nicht einen Mason gehabt, der ausschließlich mäst? Vielleicht sollte ich die hier mal eben ausschalten. Hier mal eben Suspend. So kann man nicht... Workshop-Profile, da darf jetzt nur noch der Schumbock dran arbeiten. Und das gleiche gilt hier. So, dann arbeitet da nämlich keiner mehr dran. Dann haben die zumindest Zeit, wobei die bestimmt alle mit Buddeln beschäftigt sind. Ich hoffe, da kommt gleich einer. Buddeln haben wir fast überall eingestellt. Mache ich das auch nochmal weg eben. Können wir nachher wieder anschmeißen. Haben wir da eigentlich nur, wir haben auch nichts gefunden, so richtig Tolles, ne? Nur Steine. Nichts an Edelmetall, gar nichts. Ah, da sind ein paar Edelsteine. Aber auch echt mau für so einen. Aber naja, okay. So, den Schalter kann ich auch schon mal bauen. Der Traps Lever. Den packen wir hier rein. Boah, eigentlich egal. Machen wir für Kobalt. So, und laufen lassen. So. Go, go, go. Ah, da oben sind auch noch ein paar Edelsteine, sehe ich gerade. Die können wir nachher mal eben Wachsopal. Aha. Die können wir nachher mal eben machen. Ah, da kommen Mining-Begeisterte. Die sehen aus, als wenn die eine Brücke bauen wollen würden. Machen sie bestimmt. Nein, die machen Mining. Hier wird jetzt nicht mehr gemeint. Die machen hier die Reste, diese kleinen braunen Steine. Muss ich das oben auch jetzt echt abbrechen? Und das ist nicht oben. Wir haben ja eigentlich genug Leute, dass das jetzt klappen sollte. Müssen wir eben beobachten. Ich möchte den Salon nicht verlieren wegen sowas. Einen kleinen Konstruktionsdenkfehler. Die ziehen alle ab. Außer der Hund, der da die Knochen rumschleppt. Da kommt wer. Der sieht aus, als wenn er was machen wollen würde. Wer ist es? Der Bren. Bren. Eilt Salur zur Hilfe.
Dumm, 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 während der Dale wahrscheinlich draußen am Holzhacken ist. Das sieht so aus, als wenn das tatsächlich jetzt hier gleich eine Rettung wird. Oh, wir sind wieder eingestürzt. Die Zwerge sich wieder nicht an den Buddelplan gehalten. Uiuiui. Ich hoffe, dass... Also... Ah, das war fast unten. Da ist bestimmt nicht viel passiert. Oh, 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 oh. Ey, da, irgendein Zwergenblut liegt hier noch rum. Ist aber nicht von ihm. Den Apodethine, unsere erste Apodeth, wo ich mich mit dem Geschlecht vertan habe. Schauen wir ganz kurz, ob die verletzt ist. Aber ich denke nicht. Oh, doch, ein bisschen. Ein bisschen schlecht und bewusstlos, aber wird direkt ins Krankenhaus gebracht. Okay, zurück zu unseren Gebuddel. Ah, da ist fertig. Okay, jetzt können wir den Befehl aufheben von unserem Brass Honors. Die sind jetzt nicht mehr aktiv. Die können machen, was sie wollen. Cancel Station Selection. Und jetzt kann er weggehen. So, dann lösen wir das auch auf. Das brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Der Salur kann jetzt schön was trinken gehen, während Kari sich wahrscheinlich jetzt um den Mechanismus kümmern kann. Link Bridge. Die nicht, sondern die, genau. Ah, da machen wir mal zuverlässige Mechanismen. Nicht von dem Übungsmechaniker. Was ist das? Habe ich das jetzt richtig gemacht? Schon wieder ein Stück eingestellt. Was buddeln die denn da gerade? Die sollten doch das Ebene per Ebene machen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie das automatisch machen. Sollte man nicht tun. Ja, der Befehl steht auf jeden Fall. Okay, dann schauen wir uns das doch mal hier an und machen das vielleicht doch nochmal einzeln per Hand, bevor wir hier noch... Da haben wir wieder zwei Bewusstlose. Die Anna und Eshtan. Na, der Vorteil ist... Das ist wahrscheinlich der Grund, warum das so lange dauert. Aber so sparen wir uns auch Buddeleine. Das darf man ja nicht vergessen. Ah, hier macht es einer richtig. Hier wieder nicht. Die unterste Ebene, die spare ich mir jetzt mal. Die machen wir gleich erst. Müssen wir die erstmal ein bisschen oben buddeln. Raus müssten sie eigentlich über den Rand ja kommen dann. Und wenn nicht, müssen wir das gleich nochmal eben nachgucken. So, die Screw-Befehle. Brew-Befehle sind gerade schon nicht mehr aktiv. Wie sieht es mit dem Essen aus? Da machen wir nochmal einmal an. Weil da stehen ein paar Krüge rum. Da könnte Essen drin sein. Wir hatten ja auch eingekauft. Mal gucken. Und dann schauen wir nochmal eben die Screwpress, ob das mittlerweile hier ein bisschen was geht. Da geht noch nichts. Was liegt denn hier jetzt ein Stein rum? Wie kommt der denn dahin? Quarzit. Ist das runtergefallen? Ist die Anna schon wieder am Buddeln? Die kennt da nichts. Bisschen vorsichtig mit den Bienen. Okay, müssen wir nächstes Mal mal gucken hier. So, dann können wir die Workshops wieder anschmeißen. Die sind jetzt nicht mehr privat. Darf wieder jeder benutzen. Jetzt haben wir es ja nicht mehr so... nicht mehr so dringend. Okay. Ja, damit verabschiede ich mich für diese Folge Dwarf Fortress. Sage bis zum nächsten Mal. Euer Schumbach.